Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe Local Heroes bei FS1. Wir sind heute im Rockhaus mit Bauschale. Hallo Bauschale. Hallo, grüß dich. Servus. Freut mich sehr. Als erstes muss ich eine Frage stellen. Was hat es auf sich mit dem Namen Bauschale? Heißt es Bauschale oder Bauschale? Oder was ist die Idee dahinter? Ganz wie es gefällt. Es ist aus dem Bootsbau. Ach so. Eine Bauschale ist eine Schale, die man vorher baut, wo dann ein Boot reingebaut wird. Und da wir vor allem der Robert da Kajak riecht, jetzt ja, wissen eben. Wir das und haben uns gedacht, das könnte ein super Name sein. Okay. Wobei das ja nicht ganz richtig ist, weil ihr ja bei der Namensgebung ja nicht dabei wart, oder? Also, aber es stimmt auf jeden Fall, der Herkunft ist auf jeden Fall vom Bootsbau. Okay, okay. Ah, ich sehe schon, ich habe auch schon irgendwie über Cycles angesprochen. Wie war das mit der Entstehung der ganzen Nummer? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen? Auf den Bandnamen? Ja, auf die Gruppe allgemein. Wie seid ihr alle zusammengekommen? Das ist jetzt wie? Vor vielen Jahren. Vor 2000 16 Jahren. Okay. Ja, öfter, 2000 haben der Georg und ich beschlossen, der ist jetzt nicht da, mit einem Dritten, der mittlerweile nicht mehr dabei ist, eine Band zu gründen. Wir haben uns so viele kennengelernt und ja, mehr war es eigentlich auch schon wieder nicht. Okay. Und dann haben wir ungefähr ein Jahr gebraucht, bis wir einen Bandnamen gehabt haben. Und das ist nicht wirklich aus dem Bootsbau, also hat andere Hintergründe, aber sind nicht so sehr relevant. Okay, okay. Das heißt, seid ihr jetzt eigentlich zum ersten Mal im Rockhaus oder wart ihr schon hier? Nein, aber wir schon. Nein, wir haben es jetzt nicht gezählt. Also wir sind schon das denke ich mir. Male, wahrscheinlich auch noch die 10 Mal, würde ich sagen. Ja, klasse. Klasse. Ja. Und ja gut, was würdet ihr sagen, habt ihr in eurer Musik gewisse Einflüsse oder irgendwelche Vorbilder, von denen ihr sagen könnt, okay, das hat eure Musik irgendwie maßgeblich geprägt? Sofern man das mal Musik nennen kann, was wir machen, aber weitgehend sage ich mal, nicht wirklich eigentlich. Wir versuchen, dass wir irgendwas machen, was uns gefällt. Und das, was uns Spaß macht, und versuchen eigentlich da meistens sogar Abstand zu nehmen von allem, was man so kennt. Mhm. Und für uns ist eigentlich das Wichtigste, dass wir Spaß dabei haben. Also wir sind allesamt jetzt keine Profi-Musiker in dem Sinne. Wir treffen uns halt einmal in der Woche zum gemütlichen Spielen und sind also sozusagen auch Freunde eigentlich untereinander. Und das reicht uns eigentlich und damit haben wir eigentlich viel Spaß. Okay, okay. Also ihr hattet eure Authentizität durch die gelassene Haltung, die ihr im Endeffekt, eure Musik hat. Und mit Spaß. Das ist das Wichtigste. Es gibt gewisse Vorlieben zum Punk einerseits, ja, beziehungsweise zum Ska- und Reggae-Rhythmus. Mhm. Wobei man weder sagen kann, wir spielen Reggae noch Ska noch Punk. Das ist eigentlich eher Rock, aber nein, es ist es ist einfach eine Mischung, ja, ja, die jetzt nicht zu kompliziert ist, eher einfach, aber einfach zwei Viertel. Genau, ja, ich meine, das Publikum scheint es zu verstehen. Ja, also, genau. Und noch eine Frage, habt ihr gerade ein Projekt irgendwie, an dem ihr arbeitet oder wisst ihr schon? Ja, ich habe gesagt, für 2017 ist eine Qualitätsverbesserung auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber wir machen es ja, dadurch, dass es Spaß macht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir versuchen eigentlich, dass wir halt weiterhin an neue Lieder arbeiten. Wir wollen für nächstes Jahr wieder eine CD aufnehmen, eine weitere. Und dann schauen wir mal, was kommt. Okay, das sind ja schon großartige Pläne für die Zukunft jetzt, so wie es aussieht. Genau. Ja, berühmt werden wir nicht mehr werden. Nein. Würde ich sagen, wenn es irgendwann. Oh, das haben wir das weiß man nie. Das weiß man nie. Für einen eigenen, also irgendwann einmal ein eigenes Haus mit eigenem Proberaum, dann bin ich voll auf zufrieden. Man das braucht kann wenig, auch noch ne? dauern. Ja. Also man braucht ja nicht viel, das ist ja das Schöne. Ja, großartig. Ja, und dann das mit diesen wunderschönen Worten entlasse ich euch. Ihr könnt jetzt anfangen mit eurer Musik und ich wünsche euch viel Spaß mit Bauschale. Danke. Dankeschön. Dankeschön.
Oft ist man fröhlich und man ist fast immer ganz vorn dabei, auch keine Nöte sieht man kommen. Und man fühlt sich meistens richtig frei, oft auch zu und Kopf gesenkt. Man hofft, dass keiner sich was denkt, wohin man geht und was dann kommt. Als wäre man von fern geleckt, dass wenn es einmal anders ist, keine Freude mehr. Allein, es ist die Welt noch so klein.
Tonne wert wird, wie man nicht denkbar für alle anderen Menschen. Alle, was der Wichtige ist, denn für Tonne wert wird, wie man nicht denkbar für alle anderen Menschen, klein und unzählbar. Früh der Mensch noch müde ist, in der Schule der Schüler das Lernen vergisst. Man schafft wieder irgendwas dort, alle waren immer an was versäumt. Er ist der Mensch, der Tag beendet, der Reich sein ganzes Geld verschwendet. Politiker macht nur das, was sie wollen, wer wohl das die ganze Schiff verschollt. Das alles sieht von selber, ich mein Leben ist mal vergisst das nicht. Das alles sieht von selber, ich mein Leben ist mal vergisst das nicht. Vergisst das nicht. Zwischen den Siegel kommt die Wasser rein, ganz immer man arbeitet lange und fleißig, sehr genau, keine Verscheißung. Wenn die Wände fremd sind, kommt das höchste Fleißig und gedönster Durchstand auf die Mauer. Ganz immer man wird dabei mächtig sauer, dann schnell ergreift er sich einen Topf und wirft es zum Fenster auf den Kopf, auf den Kopf. Wird uns übernehmen, wir machen nichts aus Trotz, wir sind so cool und so gut, wir sollten uns besser schämen. Nichts geht vorbei, ohne was zu hinterlassen, zum Beispiel Schmerzen, ab sofort werd ich mich hassen.
Es gibt keine Zukunft und die Gegenwart gibt auch nichts her. Die Lehrer, die uns lehrten, die gibt es auch nicht mehr. Eine tote Erde, die nun brodelt, ja, das schenk ich dir. Hey, Mister, sag mir, warum lieben wir? Alles vergeht und die Schmerzen lassen wieder nach. Es ist nie zu spät und die Felder liegen wieder brach. Die Hoffnung in deinen Augen schimmern, ja, so stehen wir hier. Hey, Mister, sag mir, warum lieben wir? Wir werden Ziel hinterher, so ganz schnell mal.
Ja, habt ihr auch gesehen. Sehr gut. Immer war ich müde, da war der Geld ums Hotz im Klo. Doch das war mir alles verkehrt, war ich alles nicht viel wert. Ich dachte, das Ganze reicht mir jetzt, hast mich wieder mal versetzt. Aber nichts im Mode mehr und deswegen wünsche ich dir. Auf dein Ort für den Horn, auf dein Kopf war Glotzen. Über Wolz, auf dein Opfer rundet und Ochsen. Aus deiner Nase, Südbrücke aus der Jotzen. Steck ins Hotz, Spalt, Rüssen und will kotzen. In deinem Bauch, am Boden ist schön und der Kopf war lange steht. Wir haben beschlossen, wir trinken einen Schluck zwischendurch. Das Team, wohin ich gehe, ist dunkler als
den Nacht. Und ich bin selber schuld. Ich warte auf mein Ende, doch mehr kommt es nicht. Ich gehe durch den Tunnel, doch am Ende brennt kein Licht. Die Schatten, die ich sehe, sind selbstgemacht. Das Ziel, wohin ich gehe, ist dunkler als die Nacht. Traumloses Land, traumloses Land. Die Schatten, die ich sehe, sind selbstgemacht. Mit Arbeiten und Ehrlichkeit weißt du, dass nichts geht. Drum verschreibst du dich legaler Kriminalität. Du nicht gern lieber, du wirst dafür nicht zahlen. Nun brauchst du wieder viele Stimmen bei den nächsten Wahlen. Aber mein Kapital ist die Sicherheit gezählt. Du spekulierst du nur mit Steuergeld. Du bist unter der Schublade, ein relatives Niveau. Ich vertraue dich nicht von meiner Freunde sowieso. Wirst du besser zu denken, gehst du selber drauf. Setz dich einfach in die Ecke, hör zu ab, mal auf. Setz dich einfach in die Ecke und hör zu ab, mein Auge. Setz dich einfach in die Ecke und hör zu ab, mein Auge. Du bist unterste Schublade, aller tiefstes Niveau. Die Welt braucht dich nicht und meine Freunde sowieso. Wirst du bitte zu denken, kennst du selber drauf. Setz dich einfach in die Ecke, hör zu ab, mein Auge.
setz ich einfach in die Ecke und hör zu ab, man auf. Setz ich einfach in die Ecke und hör zu ab, man auf. Was spielen wir denn noch? Immer wieder auf den Stein und vergeht ein Dreck. Hört das Schmerz mir wieder.
das Geschehen lenkt. Magnus werde die überschieben, alleine in das Schlachtfeld gehen. Ihr werdet sehen, 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 allein im Schlachtfeld. Müssen wir nur lauter und schneller spielen. Thank you.
wunderschönen Morgens geht die Sonne wie jeden Tag hinter diesem Hügel auf. Es ist ein Hügel auf Beton, keine Pflanzen, keine Bäume, dafür sind viele Häuser drauf. Alles weg, nur noch Straße, die wir bauten, oh, wir bauten aus Beton. An der Börse geht es gut, die Wirtschaft, die floriert und wir alle haben was davon. Alle Sonnung an der Wende, die der kleine Mega, der verboten ist und für die Jolle, die noch Kolle kommt. Da sind wir bald auf früher, zum Verband sich ja noch grüner, die man dann noch lieber raus. Wo blieben alle schönen Pflanzen und die Tiere? Auf diesem Hügel sieht so schrecklich aus. An der Weg, alle Kunden schon im Straßen, bauen heute aus Beton. Alles hässlich, alles grau, manche Fläche ist beschmiert und das alles haben wir davon. Wenn der Niedergarten wie aus dem Verboten ist und nicht alles gibt noch keinen Platz mehr. Das kennst du, das haben wir gestern schon mal gespielt. Man kann mir sagen, es ist
Dankeschön, das war's.